Um Gottes. Kampftiger. Ja, noch sehr detailreich zu erinnern.
Dass die Ermittlungen in all den Jahren so intensiv weiterverfolgt wurden, ist sicher auch dem Engagement von Maddys Eltern zu verdanken. Vielleicht auch ihr Weg, mit der Situation überhaupt weiterleben zu können. Lars Bruns von der deutschen Initiative Vermisste Kinder weiß, was die Familien durchmachen. Die Suche nach einem vermissten Kind bedeutet immer der Spagat zwischen Hoffen und Bangen. Es ergeben sich neue Spuren, die eventuell Hoffnung schüren, dass das Kind doch noch am Leben sein könnte. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Hinweise, die eher darauf schließen lassen, dass das Kind nicht mehr lebt. Wenn ein Kind wie Maddie verschwindet, schlägt die Welt Alarm. Und bleibt das Kind vermisst, müssen die Eltern oft allein den Schmerz bekämpfen. Die Kraft, mit der die McCanns immer wieder auch in die Öffentlichkeit gegangen sind, ist sicherlich der Normalfall. Der Fall von Madeleine McCann ist sicherlich ein Ausnahmefall, auch was die Ausmaße der Suche betrifft. Man muss aber grundsätzlich auch sagen, bei der Suche nach einem vermissten Kind sind die ersten Stunden die entscheidenden. Wenn Sie tatsächlich einen vermissten Fall haben, in dem ein Verbrechen vorliegen könnte, dann sind es die ersten Stunden, in denen auch in diesen kritischen Fällen tatsächlich etwas passieren könnte, was dem Kind Leib und Leben gefährden könnte. Und alles, was danach passiert, zielt letztlich darauf, den Fall aufzuklären, aber im Zweifel nicht mehr das Kind zu retten. Den Fall aufklären, das große. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Bande Frauen aus Albanien mit falschen oder gefälschten Papieren ins Land geschmuggelt und als Prostituierte eingesetzt hat. Eine minderjährige Prostituierte wurde festgenommen. Das Wichtigste für Polizei und Zoll ist aber, zu den Verbrechen unter Albanern. Wir konnten einen Täter festnehmen, einen Haupttäter festnehmen, der eine mehrköpfige Bande geleitet hat und in diesen Kriminalitätsbereichen äußerst aktiv war. Also damit haben wir schon einen großen Schlag gegen diese Form der Kriminalität erzielt. Polizei und Zoll gehen davon aus, dass die Bande ihre Gewinne aus den kriminellen Geschäften ins Ausland transferiert hat. Das wäre dann auch noch Geldwäsche. Mehr Details wollen die Ermittler derzeit aber noch nicht verraten, denn auch wenn die Razzia vorbei ist,